Ach ja, Lego Castle. Ich denke mal, alle von uns kennen es, viele von uns lieben es, manche mögen es vielleicht auch nicht, das ist natürlich auch durchaus möglich. Aber in den letzten Jahren wurden wir von Lego so ein bisschen fast schon verwöhnt, kann man sagen, wenn wir bedenken, dass wir seit 2013 keine richtige Themenreihe mehr hatten. Aber jetzt mittlerweile bekommen wir ab und zu mal irgendwelche ikonischen großen Sets, was ich persönlich auch ganz cool finde. Und wenn ihr aber bei Lego schon wirklich jahrelang dabei seid, vielleicht seit den 80ern, 90ern sogar, dann gibt es sehr viele Sets, mit denen man halt eine riesengroße Mittelalterstadt oder ein Dorf bauen kann, die man zusammenfügen kann und dann ist das ein wunderbares Diorama. Deswegen habe ich mir mal gedacht, ich stelle euch mal meine Top 10 Lego Castle Sets vor. Diese Castle Sets beinhalten aber keine Ritterburgen. Weil ein Ritterburgen-Ranking habe ich schon mal gemacht. Vielleicht rede ich irgendwann nochmal über spezielle Ritterburgen oder sowas. Aber hier soll es wirklich eher darum gehen, ich kann mir ein Dorf bauen, ich kann mir eine Stadt bauen. Es sind halt so die Sachen, die man eigentlich in so eine Ritterburg aufbaut, sage ich mal. So ein Dorf oder so eine Stadt, irgendwie sowas. Und natürlich ist nur meine Meinung, das muss ich bei Rankings eigentlich immer vorneweg sagen, weil ich oft ja auch in den Kommentaren lese hier, das und das hast du vergessen und das hättest du vielleicht nochmal reinpacken müssen. Es ist natürlich rein subjektiv und meine Meinung. Also ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwelche von diesen Sets vielleicht rausgenommen hättet und was anderes reingepackt hättet. Sowas wie Forest Man, Wolfpack und sowas, diese speziellen Themen, die habe ich auch rausgelassen, weil ich das mir für andere Videos noch aufheben möchte. Damit haben wir, glaube ich, genug vorgeplänkelt. Ich würde sagen, legen wir los. Gleich auf Platz 10 beginnen wir mit etwas, was natürlich nicht unbedingt in ein Mittelalter-Szenario passt, aber ich wollte das Set unbedingt nochmal erwähnen, weil es halt sowas Besonderes ist. Das ist nämlich die Sea Serpent, die 6057. Und generell, wenn man an Ritter denkt und wenn man an die Castle-Themen rein denkt, dann denkt man natürlich nicht an Piratenschiffe oder an Schiffe generell. Das ist halt wirklich was, was eher Richtung Piraten dann geht. Aber deswegen ist das hier auch so ein besonderes Set. Wir haben fünf Minifiguren dabei, wir haben viele coole bedruckte Schilde, wir haben ein sehr cooles Segel mit dabei. Und deswegen wollte ich dieses Set auch nochmal erwähnen. Und es ist halt von der Größe nicht so mächtig, dass es, wenn es irgendwie vielleicht durch ein Dorf oder sowas fährt, mit einem Fluss, dass man sagt, okay, das Schiff ist größer als alle Häuser, die wir im Dorf haben. Deswegen habe ich gedacht, das passt hier auf jeden Fall noch gut rein. Und das ist so ein Set, was, glaube ich, ein bisschen unterschätzt wird oder nicht mehr so richtig auf dem Radar ist, was aber fantastisch ist, wie ich finde. Und da wir eben schon Ausnahmen hatten, machen wir mit einer weiteren Ausnahme weiter. Das ist die 7079. Das ist dieses Drawbridge Battle, also Zugbrückenkampf. Das ist natürlich vielleicht eher schon Richtung Ritterburg angesiedelt, aber ich würde das nochmal zählen lassen, so, weil ganz einfach, ich finde, dass ein Set durch eine einzelne Minifigur teilweise wirklich so viel dazugewinnen kann. Und jeder, der irgendwie so ein mittelalterliches Dorf oder so errichtet, der braucht diesen goldenen Ritter. Es kann ein König sein, es kann aber auch einfach so ein spezieller Getreuer des Königs sein, der halt so, sage ich mal, die Geheimwaffe quasi ist. Ich würde sagen, das ist wirklich eine Figur, die braucht man unbedingt. Deswegen habe ich dieses Set hier auch mit reingenommen. Gerade wenn man sich irgendwie so ein mittelalterliches Szenario irgendwie aufbauen will, gestalten will, ist das sowas, das ist so ein Prunkstück, sage ich mal. Und deswegen habe ich gedacht, das Set muss hier auf jeden Fall rein. Und ja, so eine Zugbrücke kann natürlich auch von irgendeinem Dorf oder sowas sein, was vielleicht eine Palisade hat oder eine kleine Stadtmauer oder sowas. Das passt, glaube ich, trotzdem irgendwie ganz gut in das ganze Bild. Auf Platz 8 haben wir auch einen absoluten Klassiker, nämlich den Blacksmith Shop, also die Schmiedewerkstatt. Das ist ja ein Set, was von einem Deutschen damals erfunden wurde. Und vielleicht kann man sagen, dass damit so dieses Zeitalter von den neueren Sets, von den aktuelleren Sets eingeläutet war. Natürlich sind noch sehr viele klassische Teile dabei, die benutzt wurden. Das Set ist aber zum Beispiel aufklappbar. Man kann quasi auch im Innenraum ein bisschen was bespielen, was heutzutage ja teilweise wirklich selten geworden ist. Aber ich finde, dass auch so ein Set, was vielleicht gar nicht mehr so viele auf dem Schirm haben, natürlich die Classic-Community, die wird das auf jeden Fall kennen, die weiß, wie legendär dieses Set ist. Aber das ist vielleicht auch so ein Vorreiter für spätere Sets, die wir bekommen haben, so wie die Ideas-Schmiede oder sowas.
die wir wahrscheinlich hier in diesem Video auch noch sehen werden. Ich finde es ein fantastisches Set, gerade mit dem Fachwerk, mit dem Thema einer Schmiede. Das passt halt perfekt ins Mittelalter. Und das Set kann man halt auch gut in ein Setting mit 80er-Jahre-Sets stellen. Aber genauso gut in, zum Beispiel heutzutage, könnte man das auch gut bei einem Town Square irgendwie mit dazu packen. Das ist irgendwie so ein zeitloses Design, finde ich. Deswegen ist das so ein grandioses Set. Ja, und auf Platz 7 haben wir auch wieder so ein legendäres Set, nämlich das Guarded Inn. Das ist quasi etwas, was man heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr wirklich machen würde. Das ist ähnlich wie ein Saloon zum Beispiel bei Western. Es ist so ein Wirtshaus, wo natürlich gerne das ein oder andere Bierchen getrunken wird oder vielleicht sich auch mal ein bisschen daneben benommen wird und irgendwie eine Schlägerei angezettelt wird. Egal, es ist für mich auch genauso wie die Blacksmiths eben ein absolut ikonisches Set. Das hat natürlich noch ein bisschen mehr das Feeling von einem Set aus den 80ern, vielleicht aus den 90ern noch. Aber das soll gar nicht schlecht sein. Gerade diese Paneele, diese bedruckten mit dem Fachwerk, die finde ich ja großartig, gerade auch bei Ritterburgen, wenn das irgendwie mit eingebaut ist. Das ist ja auch ein Set, was neu aufgelegt wurde in dieser Legends-Reihe, was quasi 1:1 nochmal rauskam mit einer neuen Setnummer. Und wie ich finde, auch absolut verdient. Ein legendäres Set, was auch tatsächlich mittlerweile ganz gut teuer geworden ist. Wie viele klassische Sets, gerade wenn es um die großen Themen wie Ritter und Piraten und sowas geht. Deswegen verdient er Platz 7 auf jeden Fall. Auf Platz 6, und ich hatte sie eben schon erwähnt, die mittelalterliche Schmiede von Ideas. Eins der Sets, die ich mir tatsächlich zum Release-Tag damals bestellt habe, auch relativ zeitnah dann gebaut habe und euch auch dann vorgestellt habe. Es ist ein fantastisches Set, wie ich finde, nach wie vor. Es ist zum Ausstellen als Display-Set fantastisch. Wir haben so kleine Geschichten natürlich mit dabei, mit dem Schmied und mit seiner, ich denke mal, ist das seine Tochter oder vielleicht seine Frau, das kann man, glaube ich, nicht so ganz sagen. Was natürlich ein kleines Problem an dem Set ist, deswegen ist es auch nur so weit unten, in Anführungszeichen, auf der Liste, ist der Maßstab. Also gerade im Innenraum, die Stühle, die Möbel und sowas, das passt halt alles nicht hundertprozentig zusammen. Und im Vergleich zu den anderen Gebäuden ist natürlich so eine Schmiede wie diese hier schon relativ groß. Und wenn man die vielleicht dem so eine ältere Burg stellt, das passt vom Maßstab alles nicht hundertprozentig. Das soll dem Set aber keinen Abbruch tun. Es sind wunderbare Minifiguren dabei. Es ist ein wirklich, wie gesagt, schönes Displaymodell. Es ist auch sehr spaßig zu bauen. Und es hat mit dem Baum, der wirklich gar nicht spaßig zu bauen ist, das muss man natürlich auch dazu sagen, eines meiner schlimmsten Bauerlebnisse, glaube ich, aller Zeiten irgendwie enthalten. Also wer sich das ausgedacht hat mit dem Baum, der, weiß ich nicht, der quält gerne Leute. An sich aber trotzdem fantastisches Set und deswegen auch verdient in dieser Rangliste. Platz 5 war bis vor kurzem ein berühmt-berüchtigtes Set, nämlich der Angriff auf das Windmühlendorf. Ein, wie ich finde, auch ohne die enthaltenen Ziegen fantastisches Set. Eine Scheune, eine kleine Mühle mit dabei. Ich weiß gar nicht, wie viele Mühlen es generell mal in der Welt der Lego-Klemmbausteine gab. Wahrscheinlich nicht allzu viele. Und dafür finde ich die hier eigentlich relativ gut gelungen. Es ist noch eine Scheune dabei, mit ein paar Tieren natürlich, mit den besagten legendären Ziegen, die einfach jeder damals haben wollte. Aber wir haben ja jetzt mittlerweile ein paar Alternativen bekommen. Nichtsdestotrotz ist das ein wirklich schönes Set, auch für so ein kleines Diorama, was ein bisschen abseits steht. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man da vielleicht noch irgendwie ein Maisfeld oder so nebenbaut, ein kleines. Und vielleicht noch ein kleines, so ein kleines mittelalterliches Gebäude, wo die Leute dann auch tatsächlich dann wohnen können. Ein fantastisches Set, wie ich finde. Bei vielen vielleicht wirklich nur bekannt wegen der Ziegen, aber das wird dem Set nicht ganz gerecht. Auf Platz 4 haben wir ein Set, was sich eigentlich disqualifiziert, aufgrund der Sachen, die ich am Anfang des Videos gesagt habe. Denn es ist ein Dark Forest, also es ist die Dark Forest Fortress, aber es ist ein Set aus einer kleinen Themenreihe, den Dark Forest Man, also ein Subtheme von den Forest Man. Und es enthält den Namen Fortress, ist aber für mich ein Set, gerade durch die Baseplate, durch dieses bisschen mit dem Wald, was auch durchaus zu so einem mittelalterlichen Dorf mit dazugehört. Also wenn wir diesen ganzen Aspekt mit den Forestmen hier rausnehmen,
wenn wir sagen, okay, irgendwie muss man zu diesem Dorf kommen. Und ich finde diese Baseplate einfach fantastisch, weil man da vielleicht auch so ein bisschen, ja, ein bisschen Struktur reinkriegen kann. Es gibt da verschiedene Mocs, dass da ein paar Häuser draufgebaut werden in verschiedenen Höhen. Finde ich eine fantastische Idee, dieses Set als Grundstock quasi zu haben. Aber es ist natürlich auch so, diese Baseplate ist relativ teuer. Dieses Set ist ein Exklusivset gewesen, was es halt nur in Nordamerika gab und dementsprechend auch sehr, sehr teuer ist. Viele von euch werden das wahrscheinlich auf jeden Fall nicht haben. Vielleicht noch nicht mal gesehen haben, außer ihr habt irgendwelche älteren Videos von mir schon mal geschaut. Dann viel Spaß. Aber ich wollte dieses Set erwähnen, weil das so viel Potenzial eigentlich hat, auch abgesehen von diesen Forest Man, schon irgendwie in dieses Thema mit reinzupassen und es einen soliden Grundsatz für ein Dorf gibt, quasi was über mehrere Stufen oder mehrere Höhen gebaut ist. Auf Platz 3, und das ist für viele, denke ich mal, das Set des Jahres schon jetzt, 2024, ist der Medieval Town Square und das für viele, glaube ich, auch zu Recht, denn es ist natürlich ein fantastisches Set. Es hat endlich mal wieder so ein bisschen dieses Feeling, man kann sich eine gemütliche Mittelalter-Szenerie vorstellen. Es passt natürlich auch perfekt zum großen Castle, zum Lion Knights Castle, aber es kann auch selbstständig davon getrennt stehen. Man kann es mit den älteren Sets super kombinieren. Man kann da den mittelalterlichen Marktplatz zustellen, man kann da einzelne Gebäude zustellen. Es sind vor allen Dingen auch mal ein paar Gebäude, die man vielleicht nicht ständig schon hat, sowas wie eine Schmiede oder sowas. Hat man halt schon öfters gesehen. Wir haben fantastische Figuren dabei. Ich finde, der Steuereintreiber ist, glaube ich, das Highlight dieses Sets, was Figuren und sowas angeht. Neben der Ziege natürlich, die ist für viele natürlich auch absolut essentiell. Es sind einige Sticker dabei, das muss man fairerweise dazu sagen. Und es sind auch leider ein paar Sticker dabei, wo man gedacht hätte, das als Print wäre echt cool gewesen, gerade das mit der Ziege, weil das halt so ein Running Gag über Jahrzehnte quasi schon ist. Das hätte man ruhig als Print machen können. Oder auch dieser Wandteppich quasi, der die 375 zeigt, die legendäre erste Ritterburg, die es bei Lego gab. Nichtsdestotrotz, auch wenn viele das vielleicht bemängeln, auch wenn der Preis natürlich mit 230 Euro jetzt nicht so tief ist, es ist ein fantastisches Set und passt natürlich perfekt in dieses Video hier rein. Deswegen ein absolut verdienter Platz 3. Auf Platz 2 ein weiteres Set, was viele vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm haben. Das ist nämlich dieses coole Ritterturnier von Kingdoms damals. Kingdoms sowieso eine der besten Ritterthemenreihen, die es jemals gab. Und natürlich ist das jetzt vielleicht so ein, auch wieder so ein Hybrid, dass man sagen kann, okay, das könnte auch in der Burg stattfinden. Aber ich habe das immer so in Erinnerung, wenn ich irgendwelche Serien geguckt habe oder Gummibärenbande oder sowas, dass diese Turniere außerhalb des Schlosses stattgefunden haben. Meistens im Dorf und das passt für mich, finde ich, auch ziemlich gut. Es sind sehr viele coole Figuren dabei. Es sind auch tatsächlich sehr viele coole Teile mit dabei. Gerade diese Pferdedecken für die konkurrierenden Ritter, die hier interessanterweise Black Falcons sind irgendwie, obwohl die gar nicht so aussehen wie Black Falcons. Aber für mich sind es dann eher die Drachenritter immer gewesen bei Kingdoms als Feinde. Wir haben natürlich auch einen coolen König dabei. Der darf auch nicht unerwähnt gelassen werden. Und generell ist es eine sehr coole Szenerie, die natürlich auch früher so stattgefunden hat. Also, dass es irgendwie Ritterturniere gab und sowas, das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Dass das natürlich nicht so heroisch abgelaufen ist, wie das immer dargestellt wird, das ist natürlich auch ganz klar. Aber wir sind da hier in einer Spielwelt. Wir wollen hier irgendwie nicht, keine Ahnung, irgendwie genau zeitgetreu und geschichtsgetreu handeln. Deswegen, das passt für mich und ist für mich nach wie vor eines der besten Castle-Sets, vielleicht sogar, die es jemals gegeben hat. Deswegen verdient er Platz 2. Bevor wir zu Platz 1 kommen, nochmal schnell Werbung in eigener Sache. Falls ihr das noch nicht getan habt, gerne den Kanal abonnieren und auch gerne ein Like dalassen. Das hilft natürlich immer sehr gut, das Video zu verbreiten. Und so verpasst ihr auch keine neuen Videos. Und damit würde ich sagen, ja, es war für viele wahrscheinlich klar, es ist für mich persönlich der mittelalterliche Marktplatz. Es ist für mich das beste Set, um als Grundbasis zu dienen, um ein Szenario quasi zu entwickeln, um einen Marktplatz irgendwie Feeling, ein Dorf-Feeling zu entwickeln. Es sind so viele coole verschiedene Tiere dabei gewesen.
viele coole Figuren. Die Gebäude, finde ich, sind sehr, sehr gut gealtert. Es sind Fachwerkhäuser, die zusammenklappbar sind und die man dann da hinstellen kann, die man aber auch auseinanderklappen kann. Es ist für mich das beste Set, was es in dieser Themenreihe generell jemals gegeben hat, wenn man den Aspekt berücksichtigt, dass man nur ein Dorf bauen möchte und keine Burg oder sowas dabei hat. Ich bin sehr gespannt, was ihr generell von diesem Ranking haltet. Schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare und gerne auch, was ihr vielleicht noch reingepackt hättet, was ihr vielleicht rausgenommen hättet, wie ihr das so alles seht. Und ein ähnliches Video werde ich wahrscheinlich demnächst zu den Piratenthemen auch nochmal machen. Da gibt es auch sehr viele spannende Sets weit weg von den Piratenschiffen. Deswegen seid da gespannt. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und bis bald.